wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, obwohl ich eigentlich gar nicht der Moderator bin. Mein Name ist Claudio Zuccolini, ich wäre eigentlich erst viel später dran, aber unser Moderator, keine Ahnung, wo er ist. Er ist irgendwo am Energie sparen oder hat zu wenig Energie gehabt, heute Morgen zum Aufstehen. Und dann haben sie gesagt, jetzt geh raus, du bist Bündner, das finden sie sicher lustig und so. Das ist genau das Problem von uns, oder? Als Bündner, man hört uns gerne, doch es nimmt uns niemand ernst. Sobald wir anfangen zu reden, ist immer so, außerhalb von der Bündner ist immer die gleiche Reaktion, dann sagen sie, ja, ist es ein Bündner, so herzig. Würden die Leute am liebsten herkommen und uns streicheln und futtern. Ja, man überlegt sich jetzt in Zürich so ein Gehege machen, wo es nur Bündner drin hat. Dann kann man dann so wie Pony reiten. Wir können auch gewisse Berufe nicht ausüben. Als Bündner kannst du zum Beispiel nicht Terrorist werden, das ist gar nicht möglich. Oder wenn ich herstehe und sage, ciao miteinander, komme aus Graubünden, bin Terrorist, habe hier Bomben unter dem Job, jagen jetzt alles in die Luft, dann würden die Leute sagen, ja, ich höre es einfach wahnsinnig gern. So ein schöner Dialekt, den der Mann hat. Du hast verstanden, was er gesagt hat. Er hat etwas von Luft erzählt. Die haben total gute Luft dort oben. Und überall, wo du herkommst, hat es auch immer einen Zürcher, der sagt, ja, ich bin selber ein halber Bündner. Ich habe ja Ferienwohnung auf der Lenzenheide oben. Die kennen sie, die halben Bündner, das sind die, die hinten auf dem Range Rover neben dem Zürcher Nummernschild immer noch ein Schild drauf haben mit einem Bündner Kurort. Da fragt mich immer, warum macht das der Zürcher? Weißt du, unsere Kurort, Flims, Lags, Davosa, Rosa, Pontresina, fragt mich immer, warum macht das der Zürcher? Ja, ein Bündner umgekehrt würde das nie machen. Ein Bündner will sich nie hinten neben Bündner Nummer ein Schild draufkleben, wo drauf steht Kloten. Bülach, mein Ziel Wädenswil. Wobei einer der berühmtesten Schweizer, der kommt aus Wädenswil, den kennen Sie, der hat immer eine weiße Chance an und kommt am Fernsehen. Kennen Sie, er sagt, grüezi miteinander, mein Name ist Fischer von der Fischerbettwarenfabrik, auch Wädenswil. Wir fabrizieren nordische Daunendüwe und Küsse in Top-Qualitäten und verkaufen direkt ab Fabrik. Da werden die polnischen Gänse Daunen am Federn von toten Tieren gewaschen, getrocknet, entstaubt und sortiert. Da können Sie die Qualitäten von der Daunen am Federn gerade selber aussuchen und zuschauen, wie Ihr persönliche Wunschstiefel oder Küsse hergestellt wird. Ab Füllmenge können Sie selber bestimmen. Schon ab 250 Franken gibt es bei uns ganz ein gutes nordisches Daunendüwe, 1,60 m x 2,10 m. Das ist unsere Bettwarenreinigung. Wenn Sie sich telefonisch anmelden, können Sie gerade dabei sein und zuschauen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Fischerbettwarenfabrik auch Wädenswil am Zürichsee. Ja? Grossartig, grossartig. Wenn Sie mal wirklich nichts zu tun haben, gehen Sie mal schauen, wie ein Duvet gewaschen wird. Das ist ein riesen Event. Ja? Also ich bin eigentlich wirklich nur um die Zeit überbrücken, ich weiss gar nicht. Also das Ganze ist ja der Eco-Too-Friendly Day und ich habe es Ihnen gesagt, ich freue mich riesig, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bin total erstaunt, ich bin mir das überhaupt nicht gewöhnt. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Kanton Graubünden, ganz ein kleines Dörfchen. Wir könnten gar nicht so ein grosses Event machen. Bei uns ein grosses Event im Dorf, das ist vielleicht eine Geburt. Da sind dann aber alle mit dabei, der Vater, der Cousin, der Bruder, der Onkel. Und meistens ist das eine einzige Person. Aber irgendwie bin ich jetzt gleich gespannt, ob wir den Moderator finden. Also ich freue mich, wir sehen uns ja später wieder. Ich habe gesehen, es ist ein ganz tolles Programm und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ich gehe jetzt wirklich suchen, wo er ist. Hä? Oder wenn wir ihn rufen? Liebe Kinder, wenn wir ihn rufen? Nein, ganz schnell schauen, wo er... Ja, ich bin völlig im Modus drin. Ja, komm, tun wir ihn rufen. Also, ich kann schnell schauen, wo er ist. Wir sehen uns nachher wieder. Viel Spass. Echo to Friendly Day 2018. Danke, Claudio. Entschuldigung, ich habe ich bin im Stau gestanden. Und ich bin natürlich froh, dass Claudio Zuccolini hier ist in die Presse gesprungen. Ich bin jetzt allerdings ein bisschen irritiert, dass er schon wieder auf der Bühne ist. Das erste grosse Komikerspielen, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, verduftet er. Aber ich denke, wir fangen gleich an und starten offiziell den Tag. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, und jetzt bin ich also endlich hier am Echo to Friendly Day und es freut mich, Sie hier begrüßen zu dürfen.
Mein Name ist Pascal Grollimund und nein, ich bin nicht der eidgenössische Oberförster, wie Sie vielleicht denken mögen, aufgrund der Bühnendekoration, sondern ich bin der Marketingleiter der Firma Otto Fischer und in dieser Funktion auch zuständig für Eco2Friendly. So hat es sich also ergeben, dass ich Sie heute durch den Tag führen darf und deshalb freut es mich natürlich außerordentlich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Aber auch, weil ich persönlich vom Nutzen von Eco2Friendly überzeugt bin und damit bin ich natürlich, und so wie ich sehe, vermutlich nicht ganz alleine. Und damit wiederum, dass wir alle die Vorteile von Energieeffizienz erkannt haben, sind wir unsererseits nicht alleine. Denn das, was vor einiger Zeit noch als überoptimistische Vision galt, ist heute alltagsfähig geworden. Wir brauchen es nur noch umzusetzen. Ja, Sie sehen, bei Eco2Friendly geht es um ein produktives und dennoch rücksichtsvolles Miteinander von Mensch und Natur, in dem Energieeffizienz und die ressourcenschonende Energiegewinnung gefördert werden. Und um dies zu erreichen, denken wir den Begriff erneuerbare Energie weiter. Denn dabei kommen uns wohl alle Stichworte in den Sinn wie Solarenergie, Wasserkraft und Elektromobilität. Und das stimmt natürlich, aber dabei vergessen wir, dass die wohl wichtigste erneuerbare Energie, welche Eco2Friendly fördert, eine ganz andere ist. Die Kooperation nämlich. Und das tönt im ersten Augenblick vielleicht ein wenig abstrakt. Und deshalb würde ich gerne diesen Gedanken Ihnen genauer erläutern. Der Starke ist am mächtigsten allein. Diese Worte hat Friedrich Schiller seinem Wilhelm Tell in den Mund gelegt, um ihn dann erfahren zu lassen, wie sehr er sich mit dieser Aussage geirrt hat. Schlussendlich nämlich hätte er für seine Aktion schwer büßen müssen, hätten nicht gleichzeitig drei Kantone beschlossen, zusammenzuspannen. Zusammenspannen, das heißt bildlich aufgefasst nichts anderes, als sich zu vernetzen. Und dies wiederum ist die Basis dafür, dass die Zusammenarbeit, dass in der Zusammenarbeit die Energie, die es braucht, um ein Ziel zu erreichen, immer wieder erneuert wird. Eine Energie also, welche die Kraft zur Veränderung hat und die ganz natürlich entsteht. Grundsätzlich ist es nämlich einfach. Ein Projekt anzugehen bedeutet in erster Linie einfach mal Aufwand. Vor allem aber einen Aufwand an Können. Und weil wir jedoch nicht alles können, ist es sinnvoll, die Zusammenarbeit mit anderen zu suchen, welche das Know-how besitzen, welches wir nicht haben. Auf unseren Fachgebieten sind wir unbestritten alles Spezialistinnen und Spezialisten. Schauen wir jedoch darüber hinaus, dann erkennen wir, dass viele raffinierte Ergebnisse nur dann erzielt werden können, wenn alle Fachgebiete gemeinsam ihr Wissen in ein Projekt einbringen können.
Wir müssen somit viel weniger Energie aufwenden und erhalten erst noch ein besseres Ergebnis. Und genau das gibt uns schlussendlich die Energie wieder zurück, um neue Projekte anzupacken. Und das bedeutet konkret: Je mehr wir kooperieren, je besser wir uns vernetzen, desto mehr spannende Projekte ergeben sich daraus, womit sich die Energie, welche wir in einen Auftrag gesteckt haben, sich quasi erneuert. Das ist Energieeffizienz durch Kooperation. Deshalb bringen wir Elektroinstallationsunternehmen, Architekturbüros, Produzenten, Lieferanten, Institutionen, Verbände und viele weitere wichtige Akteure zusammen. Denn nur so können wir am meisten Positives bewirken, für die Branche ebenso wie für einen sinnvollen Umgang mit unseren Ressourcen. Dies ist das generelle Ziel von Eco2Friendly. Energieeffizienz, und das dürfen Sie jetzt ruhig auch persönlich nehmen. Dabei geht es mir nicht darum, den Samichlaus zu spielen und mit mahnendem Finger daran zu erinnern, dass Sie vielleicht auch den Standby des Fernsehers abschalten könnten. Nein, sondern damit meine ich, die eigene Energie effizient einzusetzen. Also nicht unnötig viel Aufwand in etwas zu investieren, was viel einfacher und eleganter gelöst werden könnte. Nun ist es aber auch so, dass unsere Branche immer spezialisierter wird. Schließlich müssen, vor allem in einem Gebäude mit niedrigem Ressourcenverbrauch, sämtliche Gewerke perfekt zusammenarbeiten. Und das benötigt mehr Know-how auf jedem einzelnen Fachgebiet. Know-how, welches natürlich am konkreten Projekt erarbeitet werden könnte. Aber oft ist dies erstens einmal mit erhöhtem Arbeitsaufwand verbunden und zweitens, ob es dann am Schluss so herauskommt, wie man sich das vielleicht zu Beginn des Projektes vorgestellt hat, das wage ich hier doch zu bezweifeln. In diesem Fall ist es wesentlich effizient, zu Beginn in das Können zu investieren, um danach alle Arbeiten schneller und exakter ausführen zu können. Und das zahlt sich schnell aus. Genau deshalb hat Eco2Friendly die sogenannten Trainings lanciert. Dabei handelt es sich um eine Reihe von praxisnahen Kursen in den Fachbereichen Gebäudeautomation, Licht, Elektromobilität und Solar, welche das Wissen vermitteln, welches nötig ist, um die Anforderungen von heute, welche an das moderne Gebäude gestellt werden, in den konkreten Projekten zu erfüllen. Und das ist doppelt effizient, denn es spart nicht nur Zeit und Geld, sondern macht Ihr Unternehmen wieder interessant für weitere Aufträge. Und das hilft wiederum dabei, sich mit anderen Firmen zu vernetzen, wobei wir wieder bei der Energie durch Kooperation wären, welche sich natürlich für Sie auszahlt und obendrein für die Natur. Natürlich vernetzt ist deshalb auch das Motto des heutigen Tages, denn einerseits bedeutet es, dass es für uns selbstverständlich ist, sich zu vernetzen und die Kooperation mit Gleichgesinnten zu suchen. Andererseits drückt das Motto ebenso aus, dass wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass auch die Umwelt auf lange Sicht erhalten bleibt. Also genau dafür, dass wir gemeinsam zu neuen Horizonten kommen, wie wir das auf dem Bild hinter mir gerade sehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes einen erbaulichen Eco2Friendly Day sowie viele spannende Gespräche und natürlich beste Unterhaltung.